Ein fröhliches Kalispera zusammen hier von unserem Balkon in Paleocastron. Ich muss mich aber erstmal entschuldigen, ich habe die letzten Tage nicht so viel gefilmt, war etwas filmfaul. Das heißt, ich bringe euch jetzt erstmal auf den aktuellen Stand, was die letzten Tage so passiert ist. Wir waren ja in Heraklion. Ich hatte mein Auto relativ schlecht geparkt, aber es war am nächsten Tag noch da und ich hatte keinen Strafzettel, im Gegensatz zu allen anderen außen um mich herum. Keine Ahnung, wieso ich keinen bekommen habe, aber soll mir recht sein. Dann sind wir Richtung Ayios Nikolaos gefahren, haben noch einen kurzen Stop beim Intersport gemacht. Ich komme rein, Riesenauswahl von Flipflops. Ich habe wieder meine Hawaiianas. Alles gut. Dann Ayios Nikolaos. Wir waren recht nah am Hafen untergebracht, in einem tollen Apartment. War echt schön groß. Großes Bad, großes Wohnzimmer, große Küche, große Ausziehcouch für Jonathan und Ida, schönes Schlafzimmer für Katrin und mich. Und wie gesagt, schön zentral gelegen. Die Tage über haben wir am Stadtstrand, also an einem Stadtstrand von drei Stadtstränden verbracht. Sandstrand, natürlich einiges los, aber schön klares Wasser. Außenrum auch ein paar Cafés, wo man sich was kaufen konnte. War schön, absolut, toll, kann man nichts sagen. War auch, keine Ahnung, 5 Minuten zu Fuß von unserem Apartment. Einwandfrei. Abends einiges los in Ayios Nikolaos, hat uns sehr gut gefallen. Da ist ja auch so ein ehemaliger Süßwassersee. Jetzt haben sie einen Kanal zum Meer gebaut. Und um diesen See sind viele Cafés, viele Tavernen. Wir haben gut gegessen, einmal einigermaßen gut, einmal sehr gut. Und die Cafés haben auch uns den einen oder anderen Drink am Abend serviert. Hat uns echt Spaß gemacht. Ein schönes Städtchen. Wir wären gerne auch noch einen Tag länger geblieben. Aber wie gesagt, wir haben hier schon gebucht gehabt, sind jetzt weitergefahren. Ganz in den Osten, nach Paleocastron. Sind hier auch sehr schön untergebracht in einem Apartment zweistöckig, unten zwei Schlafzimmer mit einem großen Bad, oben großes Wohnzimmer, große Küche, schöner Balkon im Ort, also weiter weg vom Meer, das heißt, da muss man mit dem Auto hinfahren, dafür aber relativ nah am Trubel. Bin ich mal schon gespannt, was da abends nachher so los ist. Vai, der Palmenstand ist auch in der Nähe, das ist ja einer der Gründe, warum wir hierher gefahren sind. Da wollten Katrin und ich schon länger mal hin, das werden wir uns dann wahrscheinlich morgen anschauen. Der Strand hier unten, direkt neben dem Ort, ist aber auch ganz nett, so was wir gesehen haben. Wir sind vorhin schon mal durchgedüst, weil wir etwas zu früh hier waren. Genau, da werden wir nachher jetzt mal runterfahren und da nehme ich euch einfach mal mit. Neuer Tag, neues Glück, beziehungsweise nicht ganz so viel Glück. Wir wollten ja heute, beziehungsweise erstmal der Reihe nach. Strandausflug gestern ist ausgefallen, keiner hatte Bock. Alle haben gechillt. Texte geschrieben, Videos geschnitten. Zum Ort sage ich nachher noch ein bisschen mehr. Nur so viel, wir haben eine coole Taverne gefunden mit einem ziemlich, wie soll man sagen, verrückten Besitzer. Er ist sehr gestresst, aber auch sehr lustig. Mal schauen, ob es heute immer noch so ist, den Bewertungen nach zu urteilen, ja. Warum kein Glück? Wir wollten heute nach Vai fahren, hat nicht funktioniert. Wir sind zu spät losgefahren, kein Parkplatz, es war richtig, richtig viel los. Stattdessen sind wir ein bisschen weiter nach Norden gefahren, weil hier gibt es eine Bucht nach der anderen. Und sind ohne es zu wissen an historischer Stätte gelandet. Da vorne ist Itanos, was eine dorische Siedlung war. Ich bin vorhin mal mit der Drohne drüber gebrettert. Ist nicht mehr viel übrig, war aber anscheinend damals relativ wichtig zu seiner Zeit. Jetzt wird es hauptsächlich als Badegegend verwendet. Der Strand ist cool. Nicht besonders groß, aber wie gesagt, da hinten ist noch einer und da ist noch einer und überall. Wasser ist klar. Und ich muss jetzt auch wieder rein. Ida hat schon gerufen. Ball spielen, schnorcheln und so weiter und so fort. Wir planschen hier noch fertig und nachher aus unserem kleinen Städtchen melde ich mich wieder. Palmenstrand Vai, wir haben es geschafft. Wir sind heute um 8 Uhr in der Früh aufgestanden und waren dann, ich glaube, kurz nach 9, Viertel nach 9 oder sowas waren wir hier. Und fast die Ersten, nicht ganz, aber fast. Schön, der Palmenhain, da hinten hier, da ist er. Man soll eigentlich nicht reingehen, aber die Leute halten sich natürlich nicht unbedingt dran. Es gibt so einen Trampelpfad durch. Ich habe vorher mal kurz reingeschaut, aber nicht zu weit rein. Soll die Palmen ja so unberührt oder so ungestört wie möglich lassen. Sind eh viel zu viele Leute immer da. Genau, schaut aber echt gut aus. Lustig. Leider ist natürlich der See jetzt oder der kleine Fluss, der hier durchführt im Frühjahr, ist natürlich jetzt ohne Wasser. Nur noch ein paar Schlammlöcher da. Ich glaube, im Frühjahr schaut es richtig cool aus, wenn da noch das Wasser runterkommt. Aber ja, war klar, dass es jetzt nicht der Fall ist im August. Wir werden jetzt mal schauen, wie lange es dauert, bis so richtig der Trubel losgeht. Also die Liegen sind da hinten. Da, wir haben uns jetzt auch schon zwei gekrallt. Und werden jetzt auch hier erstmal frühstücken. Aber bis der Trubel so wirklich losgeht, wird nicht lange dauern. Bin mal echt gespannt. Gestern haben wir ja nur kurz reingeschaut auf den Parkplatz und haben gesehen, okay, gar keine Chance.
Werden wir mal sehen, wie es nachher ist. Vorhin war er schon leer, habe ich extra schon ein Foto gemacht. Nachher mache ich dann wahrscheinlich noch mal eins, wenn so richtig die Greek Madness wieder abgeht. Freue ich mich jetzt schon drauf. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir baden hier im schönen blauen Meer und werden dann den restlichen Tag auch hier verbringen. Boah. Also, 4 Uhr ist es. Das heißt, wir packen unsere Sachen zusammen und erwartungsgemäß ist es voll geworden. Aber es ist nicht so chaotisch, wie ich es mir vorgestellt habe. Wobei, es ist schon einiges los und sind auf dem Parkplatz. Bin mal gespannt, wie es beim Rausfahren so läuft. Muss man herkommen? Ich weiß es nicht. Der Strand ist zwar cool, der Palmhain dahinter auch, aber im Endeffekt ist das Meer auch nicht viel anders als an den anderen Stränden. Aber wir haben es endlich mal gesehen und können einen Haken machen. Das heißt, wir fahren jetzt zurück in unser Dorf und gehen noch einmal in unsere Lieblingstaverne zu unserem Lieblingsgastgeber, der uns noch ein zweites Mal jetzt schon mit Handschlag begrüßt. Und heute wird er uns dann wahrscheinlich umarmen. Wir werden sehen. Wie angekündigt, gehen wir zu unserer Stammtaverne, wenn man das so sagen kann, nach der kurzen Zeit. Achtung, nicht hinfallen. Bin gerade noch von unseren Gastgebern aufgehalten worden, die unseren Passport haben wollen. Warum auch immer. Ich meine, es ist alles bezahlt. Aber sie wollen ihn haben. Kriegen sie. Kein Thema. Katrin, Ida und Jonathan sind schon vorausgegangen. Zum Ort zeige ich nachher noch was. Wir werden nachher noch ein bisschen rumgehen. Wir haben es ja gestern schon gesehen. Kleiner Hauptplatz. Ist was los, aber nicht allzu viel. Ja. Und wie gesagt, zu der Taverne. Das ist echt cool. Ist so, wie man es von früher kannte. So eigentlich keine Karte. Achtung, Traktor. Eigentlich keine Karte, aber ganz viel, also das Zeug wird halt jeden Tag anders frisch gemacht. Und ja, kannst es dir quasi auch in der Küche anschauen, wenn du willst. Und ist echt geil. Also wir gehen jetzt mal hin, nachher noch in die Stadt, zeige ich euch noch ein bisschen was und ja, da sehen wir uns dann. Σαν μια χορδή που χτυπάει δυνατά μέσα στο στήθος σου, σαν άστρο που σβήνει και μια μελωδία πίσω σ' αφήνει. Η μέρα μου φως μου, ζωή μου, ψυχή μου και πάθος και λάθος και τέλος και αρχή μου, μικρή μου, πληγή μου. Κι αφού οι καλοί σου λένε πάντα την αλήθεια και νικούν και σε παίρνουν μακριά, γιατί εσύ μου σφυρίζεις. Noch ein paar abschließende Worte, allerdings von anderer Stelle, die man wahrscheinlich unschwer erkennen kann, sind wir inzwischen woanders. Wer unsere Reisepläne kennt, errät vielleicht, was es ist. Auflösung dann in einem anderen Video. Ich habe auch am gleichen Abend noch was gefilmt, aber irgendwie ist mir die Datei abhanden gekommen. Ist mir zum ersten Mal passiert und ja, ich habe auf Rekord gedrückt. Falls jetzt gleich der Kommentar kommt, weiß nicht, irgendwie beim Kopieren. Deswegen der Recap jetzt nochmal von dieser Stelle. Der Besitzer der Taverne, wo wir immer waren, er hat uns am letzten Abend umarmt, teilweise sogar abgebusselt, als wir ihm gesagt haben, dass wir den letzten Abend da sind. Lustiger Kerl. Super Taverne, super Essen. Er hat neben seinem Laden auch so ein Schild mit einem Zitat von Shakespeare hängen. Ich habe ihn natürlich darauf angesprochen und er hat gemeint, ja, er findet den Spruch an sich ganz gut. Es ist aber auch ein Statement gewissen Leuten im Dorf gegenüber. Hoffentlich hat er seine Probleme wahrscheinlich durch seine Art. Also ich denke mal, wenn man auch nur im geringsten Maße anzweifelt, wie er seinen Laden führt, dann ist irgendwie der Ofen ganz schnell aus. Das habe ich auch in so ein paar Bemerkungen im Internet rausgelesen. Wir sind ihm gleich am ersten Abend mit höchstem Respekt begegnet und er hat uns sofort ins Herz geschlossen. Alles gut. Also wenn ihr in der Gegend seid, Retro Family Tavern, sehr zu empfehlen. Ansonsten, der Ort, haben wir, glaube ich, an den Aufnahmen gesehen, modernes griechisches Dorf. Ein bisschen was los, nicht allzu viel, nicht allzu besonders, aber guter Ausgangspunkt für unsere Strandexkursion. Und ich glaube, zu Vai selbst habe ich mich ein bisschen zu negativ geäußert oder zu zurückhaltend. Ist schon cool, ist schon echt cool. Auch wenn man diese ganzen Schirmchen und Liegen nicht unbedingt mag, man kann sich auf die andere Seite verziehen, sich da ein ruhiges Plätzchen suchen. Und auch sonst, die Strände sind in der Gegend sehr toll. Auch ein paar archäologische Ausgrabungsstätten, falls man sich für sowas interessiert. Hat uns gefallen. Wir haben den Osten gesehen. Jetzt sind wir dann, wie gesagt, schon weiter wieder in den Westen zurückgefahren, beziehungsweise in die Mitte von Kreta.
Aber das ist sicherlich Thema für ein anderes Video. Das heißt, ich sage für dieses Mal Servus und bis zum nächsten Mal.